Leopold Saldori, bin Facharzt für Neurologie und physikalische Medizin und Rehabilitation und leite die neurologische Abteilung für Akutneurologie und Rehabilitation im Krankenhaus Hochzirl. Die Philosophie unserer Abteilung ist, dass wir möglichst viel Therapie dem Patienten bieten. Also wir möchten dem Patienten 3 Stunden klassische, konventionelle Rehabilitationstherapie bieten plus 1 Stunde Robotik. Die Überlegung, die Robotiktherapie einzusetzen, war, dass natürlich die Möglichkeit, über längere Zeit taskspezifisches Training durchzuführen, entscheidend ist für den Patienten. Das heißt, gehen lerne ich, indem ich gehe. Lokomat war für mich komplett neu und habe mich recht stolz gefühlt, weil da rein war. Und das Gefühl dann, das Gehgefühl, war super gut. Ich kann noch nicht weit, was weiß ich, weite Strecken machen, aber vom Ablauf des Gehens, alle haben dazu gelernt, muss ich sagen, und ich fühle mich ganz gut. Wir konnten die Verwaltung überzeugen, dass wir die Organisation so ausbauen können, dass ein Therapeut mit 2 Robotic-Devices arbeiten kann. Das heißt, dass ein Therapeut 2 Patienten behandeln kann. Das ist uns gelungen und es hat natürlich auch positive ökonomische Aspekte. Wir haben 4 Geräte. Wir betreuen die 4 Geräte zu zweit. Alle Viertelstunde kommt ein neuer Patient. Wir haben dann immer eine Viertelstunde Zeit, den Patienten einzuspannen und ihm Instruktionen für das bevorstehende Training zu geben. Wenn er die Instruktionen bekommen hat und wenn er sicher geht, dann gehen wir weiter zum nächsten Patienten. Es ist natürlich ein großer Vorteil, dass man einfach in der gleichen Zeit doppelt so viele Therapien bieten kann. Also an einem Tag ist es bei dem System möglich, 24 Lokomat-Patienten zu machen und maximal 7 Erigo-Patienten. Bei uns ist es so charakterisiert, dass die Patienten sich gegenseitig anschauen im Training und das birgt irgendwie auch eine motivierende Atmosphäre in sich. Ja, die Patienten reden dann auch manchmal miteinander und sagen zum Beispiel, ja, wie viele Kilometer hast du denn schon? Und das sind schon Aspekte, die, ja, die in so einem System halt auch möglich sind und im anderen System unter Umständen nicht. Hocoma ist eine sehr bemühte Firma, sie ist eine innovative Firma, also sie bleibt nicht stehen, sondern sie interessiert sich sehr, die bereits vorhandenen Geräte zu verbessern oder auch neue Ideen in die Rehabilitation einzubringen. Von der Seite her sind wir sehr zufrieden.